Once again back is the incredible JGG am Start, maybe friendos, peace y'all. Wunderbar, dass ihr auch wieder am Start seid, ich freue mich extrem, ja. Ich war 3 Tage weg, aber jetzt bin ich back wie englische Rücken. Okay, wir geben uns Diverse versus Gio, Halbfinale numero dos. Lustigerweise habe ich, naja, gestern hat er mir die Voicemail gemacht, heute habe ich ihm geantwortet. Das heißt, in den letzten 2 Tagen hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit Diverse. Hat mir eine Voicemail gemacht, ich habe ihm geantwortet, ja, war cool, mal gucken, was rauskommt. Grüße gehen raus, Digga. Gio auch immer mal wieder so Kontakt, wir treffen uns auch bald, zumindest ist das geplant. Und dementsprechend freue ich mich natürlich umso mehr immer auf so Halbfinale, ne? Wenn du mit den Leuten, ich meine, mit Diverse habe ich eigentlich nichts zu tun, so, das war jetzt mal so, ne? Aber mit den Leuten, mit denen man zu tun hat, das ist irgendwie dann für mich natürlich immer so eine extra Portion Freude, die dann analysieren zu dürfen, ne? Halbfinale, jeder bekommt 3 Cracksteine von 80. Und ja, was gibt's noch zu erzählen, Freunde? Spoofy ist wieder aus dem Urlaub da. Wir geben wieder Gas. Naja, ich will eigentlich nicht sagen, dass jetzt weniger Analysen kommen. Nö, das ist eigentlich nicht so. Ich mach das halt so, was auch immer unterm Strich so von euch die Message ist. Jiggy, mach einfach Videos, wann du Bock hast, so, ne? Und ich hab jetzt wieder Bock, deswegen mache ich jetzt auch. Vielleicht habe ich morgen auch wieder Bock. Vielleicht habe ich heute sogar Bock auf noch ein Video. Vielleicht mache ich heute noch 18 Videos, wenn ich Bock hab. Aber vielleicht auch nicht. Gestern habe ich mich mit dem Kuchen getroffen. Mega geiler Dude, hat mega viel Bock gemacht. Wir haben ein bisschen musiziert zusammen. Und waren danach noch eigentlich mega die lustige Geschichte. Gell? Ich gehe jetzt nicht ins Detail ein. Aber wir waren danach im Orion. Gell? Für die, die es nicht wissen, ist ein Sexshop. Und wir haben so... Ja, wir haben halt was gekauft so für unsere Freundinnen, so, ne? Und es war einfach mega lustig, Mann, ohne Spaß, Alter. Wir wollten es eigentlich filmen, aber ich dachte mir dann so, ich habe auch schon angefangen, so das Intro zu filmen, so, hey, Kuchen, was geht, heute Oreo und so. Aber ich habe es dann gelassen, weil ich dachte, ey, man muss auch nicht alle witzigen Momente irgendwie im Internet teilen, so. Es gibt auch noch so, ja, was heißt privat, aber es gibt einfach so Dinge, die nimmt man einfach gerne mit, lieber mit, ohne sie immer zu teilen. Und es war extrem lustig. Pow, 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 was gibt's noch? Ganz ehrlich, Real Talk, ganz kurz, ne? Ich habe mir gestern Pro Evolution Soccer 2020 geholt, ne? Nur um mal wirklich mich zu überzeugen, ob ich will Karrieremodus zocken, so bei FIFA Ultimate Team. So, ich werde mir FIFA auch holen, ich werde es auch zocken mit Kumpels, Karrieremodus, blablabla. Aber Ultimate, no! Ich bin raus, Digga. FIFA Ultimate, no! Ohne mich, mit mir nicht. Runter von meinem Rasen! Mache ich nicht mehr mit. Diese Geldmacherei ist mir wirklich zu blöd. Diese Verarsche, diese suchtmachende Manipulation, Alter. Ohne mich. Ich habe gestern, wie gesagt, den Karrieremodus und Pro Evolution Soccer gezockt. Und Real Talk. Real Talk? Es ist so viel krasser als FIFA. Vom Karrieremodus her. Wirklich so. Ich will mich da auf gar keine Seite stellen. Ich kriege auch kein Geld von Konami oder von Pro Evolution Soccer. Digga, no. Ich kann einfach nur aus meiner Erfahrung berichten, das hat so viel mehr Bock gemacht. Wie dem auch sei, kommen wir endlich zum Punkt. Und zwar Halbfinale, zweite Runde, beziehungsweise das zweite Halbfinale, Diverse versus Gio. Wir beginnen mit Diverse. Let's do it! Pullover aus reinem Kaschmir, nur 79 Euro. Pullover aus reiner Schweinshaut, jetzt neu bei C&A, genäht zu 100% von indischen Kindern. 90, jetzt bei C&A. Womöglich war es das jetzt schon wieder mit meiner Monetarisierung. Es ist einfach nur traurig. Es ist einfach nur traurig. Diverse, muss ich gar nicht immer zu was zu sagen, so, habe ich mich vollgesabbert oder was? Diverse, jedes Mal für mich unterhaltend, gut und ich verstehe nicht, warum es gehatet wird, so. Hörst du die Runde, bleibt dir keine andere Wahl, als mit dem Kopf mitzunicken. Hör ich Songs auf deinem Kanal, krieg ich echt Bock, mich zu ritzen. Jetzt sag nicht, du hättest die GZSZ-Seite nicht geliked. Bring ein paar Lines über mich, doch ich find mich eigentlich ganz geil, wenn du mich... Ey, das finde ich auch ganz lustig so. Ich meine so, Kopf mit zu nicken. Wenn ich Songs auf deiner Seite höre, kriege ich Bock mit mich zu ritzen. Ist halt eine schöne Angriff für Gios Depri-Songs, die er doch hin und wieder kickt. Ist ganz gelungen so. Und jetzt sag nicht, du hast die GZSZ-Seite nicht geliked. Bring ein paar Lines über mich. Ich finde mich eigentlich ganz geil. Finde ich auch lustig. Ich finde, das ist genau dieser Diverse-Humor. Dieses arrogante, abgehobene und so mit so einer gewissen Note von Humor. Und ich mag's. Weiterhin bei WhatsApp-Seite nicht geliked. Bring ein paar Lines über mich. Doch ich finde mich eigentlich ganz geil. Wenn du mich weiterhin bei WhatsApp-Seite
Captain Herbst wechsel ich die Nummer und ich warne dich, sag nochmal Rap und ich krieg direkt Hunger. Wie naiv. Wechsel ich die Nummer, ich krieg direkt Hunger. Für jemanden, ich meine, wie gesagt, mir fällt es halt dann immer direkt auf, gerade bei so Rappern, die eigentlich immer sehr sauber reimen, ne? Aber wechsel ich die Nummer, krieg ich direkt Hunger. Ist nur der Reim Hunger auf Nummer und den Vorreim, die Vorsilbe, die E-Silbe von wechsel ich die Nummer. Schreibt man da, krieg ich direkt Hunger oder ich krieg direkt Hunger, die I-Silbe. Ja, verstehe ich nicht, warum er das macht, weil die Routine hat er auf jeden Fall, das besser zu machen. Aber vielleicht ist es auch einfach gerade aus seinem Arsch so gekrochen, dass er dachte, ey, ich mach das einfach so, dann soll er es auch einfach so machen. Diese Dinge von wegen, ey, du schreibst mir da auf WhatsApp und er schreibt mir da auf WhatsApp mit Bilder einblenden, so habe ich schon oft gesagt. Das ist so, kann man machen, wenn es wirklich ein Punch ist, so, aber jetzt einfach nur zu sagen, Digga, schreib mir nicht auf WhatsApp, sonst wechsle ich die Nummer, ist halt nicht gut. Aber dieses Rap-Ding ist schon ganz gut. Web. Sag doch einmal Web und ich krieg direkt Hunger. Das ist ganz gut. Bei WhatsApp nervst, wechsel ich die Nummer. Und ich warne dich, sag nochmal Rap und ich krieg direkt Hunger. Wie naiv, du dachtest wirklich, dass ich schätze, was du machst. Ich wollte dich nur featuren, weil du mehr Abonnenten als ich hast. Also verwechsel das nicht. Bei deinem Gesicht. Ja, wenigstens ehrlich, das ist ja oft so gern, dass die mit den wenigeren Abonnenten zu den größeren gehen und sagen, lass mal featuren. So. Finde ich lustig, dass er das so. Die Ehrlichkeit finde ich gut. Was ich aber jetzt sagen muss, finde ich, der Beat passt nicht zu Diverse. Ich finde den Beat generell. Ich meine, es ist ganz geil, so ein E-Gitarren-Sample da hinten laufen zu lassen. Ich finde es aber für die Parts too much halt so. Es wäre von der Hook ganz geil so, dass es halt richtig reincrasht, aber für die Parts ist es mir jetzt too much. Und ich finde auch, dass dieser rockige, ernste, harte Stil gar nicht so zu Diverse passt so. Die Drums und so, die BPM-Zahlen, alles ist geil so, aber der Beat ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, der ist ja prädestiniert für den Diverse so, ne? Du machst, ich wollte dich nur featuren, weil du mehr Abonnenten als ich hast. Also verwechsel das nicht. Bei deinem Gesicht könnte man ja denken, deine Ma hätte mit Gollum, Özil und Kretze gefickt, doch Gio war. Ja, das war mir ganz lustig. Gollum, Özil und Kretze. Ich meine, die Kretze ist jetzt der Kretschmar. Oder wer ist Kretze? Kretze ist ein, also für mich. Naja, aber der Vergleich Özil stimmt schon wegen den Klubschaugen. Finde ich, ist eine ganz gute Punchline. Warte mal, du hast auf deinem Kanal gesagt. Denken deine Mahrheit mit Gollum, Özil und Kretze gefickt. Doch Gio, warte mal, du hast auf deinem Kanal gesagt, dass du bald wieder Autogramme schreibst. Ja, vielleicht wenn du mit Karte zahlst. Jeder wird hier nach circa. Ja, das, oh, das jetzt, ja, get it. Der Groschen ist gefallen. Doch Gio, warte mal. Den Reim schön vorgezogen, das warte mal schön an Anfang von der Zeile gepackt, damit er für den Rest der ersten Zeile und für den Rest der zweiten Zeile möglichst viel Space und Silben hat und Worte hat, um die Pointe aufzubauen. Genauso wie es Entertainment auch in der Chigi Wills Wissen Folge mit mir erklärt hat. Doch Gio, warte mal, du hast dir dass du Autogramme verteilst. Ja, doch nur, wenn du mit Karte zahlst. Ist eine 2-Punkte-Zeile, Digga. Ist jetzt zwar nicht so weit hergeholt, gibt's bestimmt auch schon mal. Das ist jetzt wirklich nicht so innovativ zu sagen, du verteilst höchstens Autogramme, wenn du mal mit Karte zahlst. Weil man da unterschreiben muss, ne? Für die, die es nicht verstanden haben. Aber finde ich gerade ganz gut. Gerade wenn das Gio halt irgendwo mal so gesagt hat, hat er gut aufgeschnappt und somit bringt er auch die Portion Gegnerbezug mit. Weiter geht's. Ich habe heute wieder einen Pfiffmaul. Der Name ist Programm. Ab! Bestellen, jedermann. Bald gibt's übrigens neues Merch, Freunde. Bald gibt's neues Merch, Alter. Da könnt ihr euch drauf freuen. Bis dahin müsst ihr dieses Prachtexemplar halt tragen. So. Als ob das nicht geil ist, Digga. Abbestelle. Link in der Beschreibung, glaube ich zumindest. Zwei Teilnahmen sein Weg, jeder Autogramme schreist. Ja, vielleicht wenn du mit Karte zahlst. Jeder wird hier nach circa zwei Teilnahmen sein Weg gehen. Nur dich sieht man mit 30 noch fleißig bis JVB drehen. Endlich kannst du. das sind alles keine Punchlines so, aber das sind schon so Fronts. Die irgendwie sitzen können. Also ich meine, ich will da Gio jetzt gar nicht in irgendeine Rubrik einordnen oder irgendwie sagen, ja, das stimmt, das einer ist, der mit 30 noch für sich auf BB dreht, weil er davor keinen Sinn irgendwie gefunden hat, so, ne? Aber anhand seiner Songs könnte man das ja rausfiltern. Das wäre auch eine Zeile, die man irgendwie ein bisschen umgeschrieben gegen mich kicken könnte, so, weil Gio ist ja auch einer, der offen mit seinem Werdegang, nenne ich es mal, umgeht. Und somit kann man natürlich bei so einer Zeile, die Diverse jetzt gerade kickt, schon Gegnerbezug erkennen. Nach circa zwei Teilnahmen sein Weg gehen. Nur dich sieht man mit 30 noch fleißig fürs JVB drehen. Endlich kannst du Kindergeld für deine Tochter kassieren. Aber was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Ja, bis jetzt finde ich es gut, dass er doch nicht. Ich dachte, jetzt kommt ein ekelhafter Punch, so mit Familie, Tochter und so, gerade mit Bild einblenden und so. Hätte ich echt ekelhaft gefunden. Aber auch da, ich meine, die Zeile.
Guck mal, hätte er die umgedreht, ne? Wäre es viel saftiger gewesen. Es wäre ein viel krasseres Ende gewesen, so. Ich meine, jetzt ist das Ende, was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Das ist ja auch nicht schlecht oder so, das ist eine Geschmackssache, aber für mich ist das zu low, so für eine letzte Zeile, ne? Wenn er sagen würde, wenn er es andersrum machen würde, was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Kein Preisgeld kassieren, aber Props, jetzt kannst du Kindergeld mit deiner Tochter kassieren. Das einfach so umdrehen, weißt du, wie ich meine? Das wäre für mich aus Pointensicht besser gewesen und als aus Punch-Sicht auch. Somit kriegt er keinen Punkt von mir. Was soll ich, das ist jetzt so, also, ja, das ist doch kein Fick gewesen. Tochter kassieren, aber was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Du wurdest überschwemmt, ich hab dich betteln sehen. Bei deinem kleinen Double-Time-Versuch saß ich zu Hause, wurde ganz rot und hab mich fremdgeschämt. Mir fällt auf, dass er oft diese Flows hat, dass er auf die 1 reinkommt mit dem Reim. Ich hab dich betteln sehen. Da, 1, ich hab dich betteln sehen, okay, auf die 2. 1, ich hab dich betteln sehen. Dass er den Reim so in die Mitte der ersten Zeile schafft, um einfach mehr Wörter zu haben, um die Pointe am Ende der zweiten Zeile aufbauen zu können. Hier ist ein Paradebeispiel. Nochmal verlieren. Du wurdest überschwemmt, ich hab dich betteln sehen. Bei deinem kleinen Double-Time-Versuch saß ich zu Hause, wurde ganz rot und hab mich fremdgeschämt. Das klingt verrückt und wahnsinnig, doch ich geb dir trotzdem Props, weil du dort erstmal nicht ohne deine Stützräder gefahren bist. Ja, das ist gut. Das ist gut, der ist ja ohne Stützräder gefahren, das ist lustig, aber er zieht hier wirklich diesen Flow durch. Ich erwähne es jetzt nicht nochmal, aber das ist wirklich so dieser pointenaufbauende Flow, den er an den Tag legt. So. Reimsetzung, Thematik, Reimsetzung, kommt bald die nächste Lektion in meinem und Spoofies Rap-Tutorial. Yes, ja. Die Verse hatte ich übrigens, darf ich jetzt, Dicker, nimm's mir nicht übel. Aber die Verse interessiert sich auch für, hat mich ein bisschen was zu dem Rap-Tutorial gefragt. So. So kam der Kontakt zustande. Hat mich sehr gefreut, Alter. Zu sagen, ich hab dir Props gegeben, weil du ohne Stützräder Fahrrad gefahren bist, ist ganz lustig, aber ist kein Fick halt. Und wahnsinnig doch, ich geb dir trotzdem Props, weil du dort erstmal nicht ohne deine Stützräder gefahren bist. Und was er davor, muss ich auch ganz kurz drauf eingehen, wegen Double Time hast du dich fremdgeschämt, hat er sich fremdgeschämt, ist auch nicht so die krasse Punchline. Verrückt und wahnsinnig doch, ich geb dir trotzdem Props, weil du dort erstmal nicht ohne deine Stützräder gefahren bist. Ich bin so einfach battled by, Gio hat auch Ghostwriter. Kreativ, wenn einem die Kommentare seine Texte schreiben, zum Beispiel einen Track über ein paar Videospiele. Dennoch lass ich Köpfe rollen im Battle. Hiernach nennt man mich die Giotine. Ja, das ist gut. Ja, vor allem Videospiele auf Giotine, also nicht Guillotine, sondern das Wortspiel Gio mit reingebracht, mag ich sowieso, sage ich auch immer wieder, wenn man die Namen des Gegners so ein bisschen mit in seine Reime mit einbringt und damit Wortspiele kreiert und so, ne? Und Gio hat es wahrscheinlich öfter gemacht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal mitgekriegt, dass er mit seiner Community irgendwie so kommuniziert hat und gesagt hat, ey, gib mir mal ein paar Wörter, ich schreibe da einen Text raus oder mit denen zusammen irgendwie was geschrieben hat. Und das jetzt halt so als Vorwurf zu nehmen von wegen, ey, du lässt dir von deiner Community die Texte schreiben, ist natürlich, ja gut, das siehst du auch nur so, wenn du versuchst, irgendwie ihn zu fronten. So, ansonsten jeder andere sieht es, dass da einfach ein YouTuber mit seiner Community einen Funtrack zusammen macht, so, ja. Aber dann zu sagen, also den Reim Videospiele zu kicken und dann zu sagen, ich lasse jetzt hier Köpfe rollen, Giotine, finde ich so gut, dass ich 2 Punkte dafür gebe. Das gefällt mir halt wiederum sehr. Kein Zweck, denn einer deint, dennoch lass ich Köpfe rollen im Battle. Hiernach nennt man mich die Giotine. Ich Battle hat kein Zweck, denn einer deiner Gegner ist der Satzbau. Den sucht man hinter hingezweckten Reimketten. Die klingt zwar gut, aber du battlest immer noch den Falschen. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Schreibst mir Quali. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Hier schöner Binnenreim, Zwischenreim. War gut, aber du. Klingt zwar gut, aber du. So à la Kuchen und Trey D, der Ami-Rapper. Ja, den kennen wir wahrscheinlich die meisten nicht, aber der rappt auch extrem so immer mit dem Dimbatafer zwischenreimen, Kippatafer, Tickerdeipen, Wickedeipen. Du battest immer der Satzbau, den sucht man hinter hingezweckten Reimketten. Damit zu fronten, hinterhin, das frontet für mich zu wenig. Die klingt zwar gut, aber du battest immer noch den Falschen. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q, schreibst mir. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q, weil er dann immer Bassel, also weil er so aus, meine Freundin spricht es auch so aus. Aber das ist doch auch Q. Ich sag, Schatz, essen wir später Kartoffeln mit Quark. Und ich sag, mit was essen wir Kartoffeln? Ja, mit Quark. Dinge, Dicke, sag doch einfach Quark. Sprech doch einfach Quark aus. Deswegen, ja, das ist ganz lustig. Weil
besser als Bewerbungen. Doch Harzen hat was Gutes. Im Falschen, dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Du schreibst mehr Qualis als Bewerbungen. Doch Harzen hat... Digga, du schreibst mehr Qualis als Bewerbungen, gefällt mir so. Nebenbei, so ein Seitenhieb, finde ich, hätte man auch als Pointe ans Satzende ballern können, so. Aber so mittendrin einfach mal rausgeworfen, finde ich ganz lustig. Immer noch den Falschen, dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Du schreibst mehr Qualis als Bewerbungen. Doch Harzen hat was Gutes. Inzwischen können die Mitarbeiter der AGE dich schon duzen. Ich red nicht vom Fußboden, wenn ich dir sag, dass deine Mami saugt, man. Ich bin auch nicht Uli Hoeneß, aber schmeiß Giovanni raus. Fick dich. Fick dich. Gut gesetzt, das ist genau das, was ich meine. Richtig saftige, fette Zeile, die Wortspiel beinhaltet, zum Nachdenken anregt und kontert. Richtig geil, ans Ende gesetzt, perfekt als Pointe. Digga, das war ein Boom. Gio sagt gegen wen, sagt er das nochmal? Jetzt, wie heißt der Name nochmal? Gegen wen hat Gio dann gebettelt? Gegen wen sagt er da nochmal was? Was hat er gesagt? Gio gegen, komm jetzt, lass mich hier nicht wie Depp aussehen, gegen Cassius Clay. Ja, ich bring Cash um die Ecke. Ich bin nicht Uli Hoeneß, doch ich bring Cash um die Ecke. Und Diverse sagt, ich bin auch nicht Uli Hoeneß, doch ich schmeiß Giovanni raus. Weil Uli Hoeneß, ich weiß jetzt aber gar nicht, ob er damals, es geht um Giovanni Trapattoni, ey, Flasche leer, Strunz, was haben erlaubt, so der, ne? Ich habe fertig. Aber hat Uli Hoeneß den wirklich rausgeschmissen oder... Weil es ist ja eigentlich gar nicht so, bei Bayern hören die Trainer ja einfach irgendwann auf, oder? Ich finde die trotzdem saftig, ich gebe da trotzdem 2 Punkte, Alter. Gebe ich trotzdem 2 Punkte. Natürlich, man könnte ja auch Giovanni Elber, ne, aber der heißt halt nicht Giovanni, sondern Giovanni. Ne, auf jeden Fall, ich verstehe die so, für mich hat die Line, selbst wenn es jetzt nicht so wäre, dass Giovanni Trapattoni gefeuert werden oder rausgeschmissen wurde von Uli Hoeneß, hat die Zeile für mich so gerade... Druck und Geilheit, dass ich dafür 2 Punkte gebe, Alter. Dir sagt das, deine Mami saugt, man, ich bin auch nicht Uli Hoeneß, aber schmeiß Giovanni raus. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ich hatte nicht vor fürs Finale, erstmal auf Sparflamme zu gehen, doch ich. Haha, jetzt kommt das Stroboskop und der düstere Beat. Jetzt macht ihr Diverse einen richtig auf real motherfucking G, man. Jetzt wird's düster. Es gibt aber so Rapper, denen nehme ich das leider nicht ab, so. Weißt du, wenn da jetzt ein 80 steht oder eine Ente oder weiß ich nicht, irgendeiner, wo du so wirklich denkst, okay, Alter, jetzt wird's böse, so, jetzt wird's böse. Aber ein Diverse, der ist für mich zu viel Comedy, um sowas jetzt zu machen, so Real Talk, so. Ich meine, es ist ja nicht schlecht, wahrscheinlich, was er jetzt macht, aber es ist, dieses Feeling, was er vermitteln will, kommt bei mir nicht an. Ich hatte nicht vor fürs Finale, erstmal auf Sparflamme zu gehen. Doch ich muss loswerden, dass Gio hier die Tatsachen verdreht. Retalk heißt nicht uns ausgedacht, es über Tim zu verkaufen. Fakt, da machen sogar die Gebrüder Grimm große Augen. Du hast über. Ausgedacht ist über Tim zu verkaufen. Tim ist Cassius Clay. Real Talk heißt nicht ausgedacht, es über Tim zu verkaufen. Ey, da machen selbst die Gebrüder Grimm große Augen. Ja, es ist eine ganz gute Zeile. Es ist eine ganz gute Zeile. Mehr nicht. Gedacht ist, über Tim zu verkaufen. Fakt, da machen sogar die Gebrüder Grimm große Augen. Ey, ich lehne an der Ferrari-Motorhaube. Glaub mir, da machen selbst Japaner große Augen, wenn du willst. Darfst du mal über meinen Marmorboden laufen oder zusehen, wie ich mit deiner Mom einen Hardcore-Porno aufnehme. Und du sagst, dass ich nur Porno-Lines habe. Ey, ich kann auch über Morsezeichen, über Kornfeldkreise labern. Und trotzdem so cheesy sein, dass du die Kurve kratzt wie Formel-1-Fahrer. Du fährst vor im Leihwagen. Ey, sorry, ich drück halt wieder oft Stopp, glaub ich, gell? Uns ausgedacht ist, über Tim zu verkaufen. Fakt, da machen sogar die Gebrüder Grimm große Augen. Du hast überall rum erzählt, wie fake das Turnier doch sei. Doch weil dein Fame dir noch nicht reicht, bist du noch später wieder dabei. Du zeigst uns wirklich immer wieder, wie viel Rückgrat du hast. Hat dein Bruder grad mal kein Geld, sagst du, ich misch das nicht ab. Du hättest bei Christoph... okay, das ist ganz lustig, Digga. Das ist irgendwie... Gibt einen Punkt. Wer sind das und sie sind? Runner von meinem Rasen. Sie, Depp. Wieder, wie viel Rückgrat du hast. Hat dein Bruder grad mal kein Geld, sagst du, ich misch das nicht ab. Du hättest bei Christoph gesagt und bettelt, gib meinem Kanal eine Chance. Du hättest alles gemacht, damit du einen Mediakraft-Vertrag bekommst. Doch keiner hat Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Was für Ach, Mediakraft ist das, was er vorgeworfen hat. Du hast alles dafür getan, um Mediakraft zu verbreiten. Es ist auch irgendwie so gang und gäbe, dass in den ganzen letzten Battles halt dieser Real Talk kommt. Und da bin ich halt überhaupt nicht up to date. Ja, lustig. Ich bin nicht up to date so im Jahre 2019. Und deswegen, das ist halt für mich so,
ich weiß nicht. Ich will halt hier Lines sehen. Punches, Digga. Alles gemacht, damit du einen Mediakraftvertrag bekommst. Doch keiner hat Lust, mit dir zusammenzuarbeiten. Was für Unabhängigkeit. Natürlich machst du's dann alleine, Mann. Du machst die dick auf Straßenrap. Doch hat man deinen Kanal gecheckt, hört man in depressiven Tracks, was hinter der Fassade steckt. Ja, das ist, er widerspricht sich doch selber. Ich wollte gerade sagen, als er gesagt hat, du machst dir einen auf Straßenrap, wollte ich eigentlich schon fast wieder Stopp drücken und sagen, hä, du hast ihm doch am Anfang der Runde genau das Gegenteil vorgeworfen. Und das musste ich gar nicht sagen, weil er revidiert ja seine Aussage oder widerspricht seiner eigenen Aussage in genau den, in der, genau der gleichen Zeile. Du machst ja einen auf Straßenrap. Sie dick auf Straßenrap, doch hat man deinen Kanal gecheckt, hört man in depressiven Tracks, was hinter der Fassade steckt. Ah ja, aber wenn man sagen, hat man seinen Kanal gecheckt und hört die depressiven Tracks, ah ja, dann weiß man doch, dass er nicht auf Straßenrap macht, oder? Und wenn er sich darauf bezieht, dass Gio im JBB auf hart macht und das als Straßenrap definiert, dann ist es doch logisch, soll er hier im JBB erzählen, dass er bei der Arge sich die Beine in den Bauch steht und keinen Sinn im Leben hat, oder was? Was soll er da, hä? Denn mittlerweile machst du 8 Jahre Rap, in denen du jeden Monat hoffst, dass man dich Bastard entdeckt. Ich schneide dir damals ins eigene Fleisch, als du mir deine Seite zeigst, mit der du nun in Zukunft deine Reime schreibst. Dir ist egal, ob du Gage kriegst. Das ist mir alles zu soft, sorry, so Real Talk. Für mich kommt dieser Real Talk nicht an, Real Talk. Der kommt so nicht, der haut mich nicht vom Hocker jetzt gerade wie Kneipenschläger. Du Zigeuner gibst dich zufrieden, wenn's etwas gratis gibt. Du machst dich zum Hofnamen, du Vollidiot, und stich jetzt nur, weil Humpt und deine Rap-Sparring-Quali nicht mal hochladen wollte. Schon klar, unser Feature sollte man auf deinem Kanal sehen, weil du Missgeburt ja von deinen YouTube-Einnahmen lebst. Du nicht so scheinheilig, nein, Giovanni, sag, wen hast du angerufen, als du Geld gebraucht hast? Hä, du weißt, was ich meine, um Rache geht's hier nicht mehr, könnte im Endeffekt auch egal sein. Doch jeder deutsche Bürger hat ein Recht auf die Wahrheit. Sorry für alle, die jetzt mit Gänsehaut daheim sitzen und sagen, ich fühle das komplett. Ich kann leider in dem Fall eure Meinung nicht teilen. Aber der Chaya würde ich komplett die Punani lecken. Was? Alter. Hä? Ist das nicht schön? Hm? Mein Vater guckt meine Analysen immer. Hm? Vater, ihr lernst was fürs Leben. Was? Okay. Ja, gute Runde. Wie gesagt, ich finde die Verse immer unterhaltsam. Real Talk hätte auch in dem Fall jetzt nicht sein müssen. Meiner Meinung nach war das jetzt so der schwächere Teil. Wir gucken uns mal an, was der liebe Gio da jetzt macht. Ich glaube, er knallt ihn weg, Alter. Ich meine, ich muss ja sowieso, ich wurde ja schon so gespoilert so bei meinen Vorschlägen auf YouTube. Ich gucke viel YouTube halt so, ne? Im Moment Knossi, Digga, wenn ich Knossi gucke. Einerseits finde ich das egal, scheiß drauf, anderes Thema. Giovanni weiß ich, dass er ins Finale kommt, halt so. Das ist halt ein bisschen, das ist halt ein bisschen scheiße so, weil mir wurde irgendwann auf YouTube halt in meinen Vorschlägen die Finalanalyse von Julian vorgeschlagen. So. Seitdem weiß ich, dass Gio jetzt gewinnt, aber ich kenne die Runde nicht so. Und ich bewerte das jetzt auch nicht so, dass ich einfach dann auch mehr Punkte bei Gio habe. So. Wenn mir das nicht gefällt, dann lass ich ihn auch bei mir verlieren, also da wisst ihr schon, dass ich ehrlich genug bin, me friendos, ne? Schmier nur 89,90 €. Genäht von kleinen afrikanischen Kindern in Hütten aus Wellblechdächern. Jetzt neu bei C&A. Jetzt bei C&A. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder so'n Sklaven von Mediakraft. Kein Problem, wird. Schöne Reimsetzung. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder so'n Spaten von Mediakraft. Könnte man jetzt. Normalerweise definiert man ja gerade bei dem Thema Reimschemata oder bei Reimschema. Definiert man ja immer nur pro Zeile ein Buchstabe, ne? Aber das frage ich auch in meinem Rap-Tutorial, weil ich es in der Tat selber nicht weiß und weil es nirgendwo definiert wird und weil ich glaube, dass es halt voll wichtig ist zu wissen, so. Wie ist das Reimschema hier? Für mich ist das ein A-B-A-B-Reimschema, aber nicht auf 4 Zeilen, sondern auf 2 Zeilen. Weiter. Erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder so'n Sklaven von Mediakraft. Kein Problem, wird gemacht, ich fick mal wieder ne Schlampe. Denn du bist für mich nur wie diverse andere. Denn was dich. Ja, geil. Also vom Stimmeinsatz finde ich auch hier, dass Gio das nicht so steht, dass er da so tief reinkommt und das so einen auf hart klingt.
Und die ersten zwei Zeilen fand ich auch nicht geil, aber kein Problem, ich fick wieder eine Schlampe, denn du bist genauso wie diverse andere. Finde ich, ist eine Zwei-Punkte-Zeile. Ist jetzt nicht so mega innovativ mit dem Namen seines Kontrahenten gespielt, aber zu sagen, du bist wie diverse andere, finde ich gut. Vielleicht hätte er, aber auch da, ich weiß auch nicht, warum ich letzte Zeit so oft auf diesem Pointen-Thema rumhaue, ne, und das so oft erwähne, ne. Aber das hättest du auch richtig ausschmücken können, Digga. Da hättest du 8 Zeilen gegen ihn kicken können, wie Standard er ist, das mit geilen Wortspielen gemacht und als Ende von der 8. Zeile dann sagen können, du bist wie diverse andere. Das wäre, bau, Richtung Knockout gegangen, meiner Meinung nach. Aber so ist auch schon echt geil. Ich fick mal wieder ne Schlampe, denn du bist für mich nur wie diverse andere. Denn was dich ausmacht, genau, dass du wie diverse andere nichts hast, was dich ausmacht. Du wärst so gern ein Gangster, sitzt in deinem Schaumbad und träumst davon, auch mal im Knast zu sein. Traumhaft, sieh es ein, du... Ja, wobei, ist es jetzt so, ist es ein Front, ist es ein Gegnerbezug, Digga? Und was hat ein Gangster mit dem Schaumbad zu tun? Sitzt in deinem Schaumbad und träumst diverse andere nichts hast, was dich ausmacht. Du wärst so gern ein Gangster, sitzt in deinem Schaumbad und träumst davon, auch mal im Knast zu sein. Traumhaft. Ja, das ist mir, ich weiß nicht so. Ich meine, du träumst davon, ein Gangster zu sein, sitzt in deinem Schaumbad. Das ist so, hä? Ich meine, er muss irgendwo das Gangster erwähnen, weil es dann mit traumhaft irgendwie zusammenpasst, also mit der Haft. Ich gebe mal einen Punkt, weil ich das Wortspiel traumhaft ganz gut finde. So ein ähnliches, ich habe ja so meine Notizenliste auf dem Handy, da habe ich auch letztens schleierhaft. Als würde dieser Offenbacher Rapper ein Brautkleid tragen. Schleierhaft, als würde der Offenbacher Rapper ein Brautkleid tragen. So ähnlich wollte ich es machen. So. Ja, fand ich hier ganz lustig. So. Vor allem, wie er dann auch traumhaft, wie er dazu mimikuliert. Sagt man eigentlich mimikuliert und gestikuliert? Ist es mimikuliert? Sein, du hast quasi schon verloren, denn deine Quali war nicht nur eine Qual für meine Ohren. Du kannst nichts dafür, du wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Auch deine Quali wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Oh, so geil. Da, Ruhe. Scheiße. In den Jackentaschen. Ey, ich hatte meistens in den Jackentaschen Haschischplattenspuren und trotzdem hab ich Abitur. Denn egal was ich mach dabei eine fantastische Figur. Wie ein plastischer Chirurg. Der King im Mercedes, ey, ich bin ähnlich wie dieser Stephen King, den ich drehte. Dinger mit E's. Finde ich hier gut. Vor allem bringt er auch den Reim echt sauber. Dafür, du wurdest mit den Spastiken geboren. Du wurdest mit den Spastiken geboren und machst plastische Chirurgen. Heißt das Chirurg oder Chirurg? Chirurg, ne? Ja, ist jetzt nicht ganz sauber. Die U und O sind bestimmt nicht übereinander. Ich gebe trotzdem 2 Punkte. Finde ich richtig gut. Du ziehst. Ja. Und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Auch deine. Ach, das heißt Chirurg. Das ist doch scheißegal. Du wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche. Ne, ich muss es jetzt wissen. Weil es heißt doch, er sagt, heißt es. Chirurg. Heißt es Chirurg. Es heißt doch Chirurgen. Heißt es? Das heißt doch Chirurgen mit U. Aber er spricht's O aus, damit er den Reim auf geboren kriegt. Du eine Qual für meine Ohren, du kannst nichts dafür, du wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Auch deine Bitch-Moves werden dich hier nicht mehr weiterbringen, weil bei dir sogar die gut gereimten Silben scheiße klingen. Bei dem Part scheint es klar, dass ich das hier leicht gewinne. Sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Du bist jemand... Bei Chio ist es auch, das habe ich ja letztens auch gesagt, ich weiß nicht, ob es Cassius Clay war, der ihm vorgeworfen hat, dass Chio Offbeat float. Und auch wenn jetzt hier keine Highlight-Zeile drin sind, so, ne? Der Gio hat einfach, keinen außergewöhnlichen Flow, aber einen ausgewöhnlich tighten Flow. On point so, also zumindest in meinen Ohren, ne? Ja, dass ich das hier leicht gewinne, sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Du bist jemand, der jeden für ein... Sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Ja, kann ich jetzt nicht, das ist eine ganz lustige Zeile, so... Ich verstehe sie nicht so irgendwie richtig. Leicht gewinne, sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Du bist jemand, der jeden für ein paar Klicks verrät. Du wolltest keine Screens, Perplex meinte, dass er dich versteht, wie du ihn da noch hintergehst. Alter, scheiß mal auf diverse, da höre ich lieber unbekannter Interpret. Du bist wack. Scheiß mal auf diverse, da höre ich lieber unbekannter Interpret. Ich weiß nicht, auf welche Playlist oder auf welchen Media-Player er da jetzt gerade eingeht.
Weil es gibt ja immer diese Auswahlmöglichkeiten, Shuffle, Repeat und bla bla bla, diese ganzen anderen und die diverse Interpreten oder unbekannte Interpreten. So meint er die Zeile, so verstehe ich sie für mich, finde ich ganz lustig. Und wieder instinktiv einen kleineren Stein gepickt, weil ich dann denke, die Zeile hat weniger Gewicht hier in meinem Crackbecher. Alter, da scheiß mal auf diverse, da höre ich lieber unbekannter Interpret. Du bist Swag, Alter, guck mal an, wie ich dich wegballer. Du bist eine Fotze, die nur Dreck labert. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, diesen Punk zu betteln. Ich glaub, der ist schwul, denn da kann ich aufhören, mich anzulächeln. Du bist Swag, Alter. Das ist gut. Mir gefällt hier auch die Stimmlage von Gio. Das ist ähnlich wie ganz am Anfang. Du bist Wack, Alter. Das ist zu verstellt für mich so. Finde ich, passt auch nicht unbedingt zu ihm. Passt zwar gut auf den Beat, aber nicht unbedingt zu Gio. Aber zu sagen, ich glaube, du bist schwul, du kannst nicht aufhören, mich anzulächeln. Digga, das ist 2 Punkte, Alter. Ohne Spaß. Das ist gut, Digga. Das ist wirklich gut. Aber ich warte auch, da kommt irgendwann diese Angelhaken-Line, Alter. Digga, ohne Spaß. Zu Diverse, das wäre doch voll die krasse Punchline. Sag doch mal ehrlich. Das wäre doch voll die krasse Punchline zu dem zu sagen, Alter, du siehst aus, als wärst du im Angelhaken hängen geblieben. Natürlich nicht so plump, irgendwie das geil noch schmücken, geil aufbauen, mit einem geilen Reim, irgendwie geil rüberbringen, so. Aber das wäre direkt eine Zeile von mir, die ich ihm direkt, Alter, komplett ohne die Gürtellinie schmieren würde. Alter, guck mal an, wie ich dich wegballer. Du bist eine Fotze, die nur Dreck labert. Mann, ich brauch mich doch eigentlich gar nicht anzustrengen. Ich pack mein Ding aus und der fängt an, mir aus der Hand zu fressen. Du bist ein gutes Beispiel für den Stand des deutschen Raps. Denn wie man an dir sehen kann, macht jeder Affe heute Tracks. Kauf dein Mic, macht auf Boss, stellt das ganze Zeug ins Netz. Und das wird dann noch gefeiert. Moneyboy-Effekt, Alter, lüg mir nicht so scheinheilig. Was redest du von Ficken? Ja, ich glaub dir, dass du schon mal Sex hattest. Breitbeinig, ich finde dein Schein... Ja, scheinheilig auf Breitbein, ich hatte ich auch schon mal. Irgendwie Frauen machen nach vorne rum auf scheinheilig, aber warten dann heimlich im Hinterzimmer. Breitbeinig. Hier, wie er geil auch Ficken betont, ist geil. Scheinheilig, was redest du von Ficken? Ja, ich glaub dir, dass du schon mal Sex hattest. Breitbeinig, ich finde. Er ist ganz gut rübergebracht, ist keine krasse Punchline, aber ganz gut. Delivered, sagt man ja. Der dein Scheiß peinlich und auch die Punkteverteilung wird nach der Runde wie dein Grinsen sein. Einseitig, hiernach solltest du. Ey, Digga, das sind gute Punchlines, Digga. Das ist gut. Das ist gut. Die Punktevergabe nach dem Battle wird wie dein Grinsen sein. Einseitig, das sind 2 Punkte. Nee, ich mach jetzt mal eine 3. Das ist eine 3-Punkte-Zeile, Digga. Ich muss mal die 3 Punkte. Ich meine, bei mir, hol die wirklich sehr, sehr selten raus, ne? Nee, es ist auch keine 3, es ist eine 3-Punkte-Zeile, ich tue mich so schwer. Es ist auf jeden Fall, es ist saulustig, es hat Gegnerbezug und es puncht halt auch extrem so. Ich finde, es ist richtig gut, Alter. Ich gebe da jetzt 3 Punkte für, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Was redest du von Ficken? Ja, ich glaub dir, dass du schon mal Sex hattest. Breitbeinig. Ich finde dein Scheiß peinlich und auch die Punkteverteilung wird nach der Runde wie dein Grinsen sein. Einseitig. Hiernach solltest du dich am besten verstecken. Schreib Texte wie Crow, dann wird dein Leben deinen Texten entsprechen. Versuch gar nicht erst, mich mit meiner Fresse zu betteln. Du hast im Gegensatz zu mir mehrere hässliche Fressen. Ach, und Plex klaut anscheinend seine Texte von Kollegen. Doch deine Mom hatte ich. Und ach, im Ende fleckt schon jeder. Hol doch Cashes. Gut eingebaut. Richtig gut eingebaut. Texte von Kollegen, doch deine Barm hatte ich. Und ach, im Endeffekt schon jeder. Gibt einen Punkt, Alter. Das ist ein schönes Stilmittel. Seine Texte von Kollegen, doch deine Mom hatte ich. Und ach, im Endeffekt schon jeder. Hol doch Cashes Kane, die Hook, dann kann ich euch beide kicken. Ach, obwohl, ich steh nicht so aufs Leiche ficken. Du bist Swagger. Oh, auch gut. Auch gut. Da kann ich euch beide kicken, obwohl ich steh nicht so aufs Leiche ficken. Gut. Alter, guck mal an, wie ich dich wegballer. Du bist eine Fotze, die nur Dreck labert. Ich hab eigentlich gar keinen Bock, diesen Punk zu betteln. Ich glaub, der ist schwul, denn da kann ich aufhören, mich anzulächeln. Du bist Swag, Alter, guck mal an, wie ich dich wegballer. Du bist eine Fotze, die nur Dreck labert. Mann, ich brauch mich doch eigentlich gar nicht anzustrengen. Ich pack mein Ding aus und der fängt an, mir aus der Hand zu fressen. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was... Boah, böser Einstieg, Digga. Aus der Hand zu fressen. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was dich da rausholt, ist die Hinterhältigkeit. Doch jetzt ist Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften. Denn ich werde dich Note mit deiner eigenen Waffe schlagen. Egal. Sau gut gereimt wieder alles hier, wirklich. Sau gut gereimt, sau gut geflowt. Und dafür gebe ich einfach mal einen Punkt, auch wenn ich da keine Zeile jetzt irgendwie als Punch oder so sehe, aber das ist... Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften, denn ich werde dich Note mit deiner eigenen Waffe schlagen. Verzweifelten Machenschaften, mit eigenen Waffen schlagen, Hinterhältigkeit, Mittelmäßigkeit, einfach... Jetzt ist Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften, denn ich werde dich Note mit deiner eigenen Waffe schlagen. Egal was du erzählst, jetzt erfahren sie die Wahrheit. Schauen wir mal nach, was du Spaß mir so privat schreibst. Was willst du denn in deinem ach so bösen...
Was schreibt er Ihnen denn privat? Wahrheit, schauen wir mal nach, was du. Hey Gio, wollte ich mal fragen, ob du Lust hast aufzunehmen. Ich feiere dich als Rapper so brutal. Grüße. Hey, hast du Referenzen? Danke dir. Alter, das ist doch nicht. Das ist schon. Oh, das ist schon. Oh, das ist schon übel. Hast du Referenzen? Das impliziert diese Aussage so. Wer bist du, Digga? Ach so, aber man muss natürlich auch dazu schreiben, Alex Angenehm ist er wirklich, so heißt er glaube ich auch noch auf Instagram, wenn ich mich nicht irre. Aber er schreibt halt hier auch nicht dazu, dass er diverse ist. Ne, und dann könntest du es natürlich schon wieder umdrehen. Wenn nämlich Gio überhaupt nicht weiß, wer ihm da schreibt, wenn er da denkt, irgendein Alex schreibt ihm, ne? Und schreibt ihm dann, ey, wollte ich mal was fragen, ob wir was aufnehmen, so, ich feiere dich brutal, ne? Und das könnte ja wirklich jeder dahergelaufene Hiopai sein, ne? Und wenn dann aber Gio antwortet, so nach dem Motto, hey, hast du Referenzen, so, dann ist es ja eher ein Selbstfick für ihn. Weil ich meine, da klar muss man, wenn ich jemand richtig feiere, würde ich mit ihm auch Tracks machen, wenn er nicht ansatzweise so viele Abonnenten hätte wie ich oder nicht so, ich will nicht sagen groß, weil groß ist ja auch immer eine Definition, nehmen wir mal das Wort groß in Anführungszeichen, ne, dann würde ich trotzdem mit ihm Features machen, aber da, wenn ich jedem antworten würde auf Instagram, der mir so eine Nachricht schreibt, Digga, da würde ich nur noch schreiben, Alter. Da würde ich mich überhaupt nicht mit befassen, so, weil dem kommst du ja gar nicht hinterher. Und wie gesagt, wenn Gio dem dann antwortet, so jemandem, dann ist es meiner Meinung nach eher ein Selbstfick. Ich hätte an seiner Stelle, wäre dann zwar ein bisschen fake gewesen, hätte ich hier hinter das Grüße einfach in der gleichen Schrift, was ist das, Arial oder Times New Roman oder was ist das für eine Schrift, irgendeine Standardschrift, Grüße, Diverse hintergeschrieben. Und wenn dann hier unten drunter steht, hey, hast du Referenzen? Dann wär's ein Fick gewesen, Digga. Eigenen Waffe schlagen, egal was du erzählst, jetzt erfahren sie die Wahrheit. Schauen wir mal nach, was du Spaß mir so privat schreibst. Was willst du denn in deinem Mach so bösen Text erwähnen? Du bist doch schon 2012 mein allergrößter Fan gewesen. Ich hab dich ignoriert, mich hätte mein Stolz gebremst. Du das. Wollen wir das jetzt alles lesen? Hey, ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine Menge Talent und das auch schon von vielen gehört. Nur kann ich dir nicht wirklich einen großen Namen als Feature geben. Es ist nur für mich wichtig, was mit Leuten zusammenzumachen, die einen vielleicht noch auf Vibe bringen können. Ich habe eine Menge Texte geschrieben und auch schon Sachen aufgenommen, allerdings in schlechter Quali. Wenn du Bock drauf hättest, mich zu unterstützen und mir durch die Zusammenarbeit nochmals mehr Erfahrung bringst, wäre ich auch bereit, dir einige Tacken dazulassen. Soll ja keine Arbeit umsonst sein. Hab zwar schon mit Elmax von VBT aufgenommen, bin allerdings immer noch Neuling. Grüße. Fan gewesen. Ich hab dich ignoriert, mich hätte mein Stolz Giovanni, what's up? Hey, yo, wäre cool, wenn du dich anguckst. Giovanni, what's up? Hattest mich damals und während meiner ersten Schritte vor Mike mal nach Referenzen gefragt. Kann dir erst heute was zeigen. Brennst du dagegen, hast mich danach monatelang vollgespammt. Mich mit Geo-Rap mal zu dissen, solltest du lieber vergessen. Denn wer hat bei wem immer wieder nach dem Feature gebettelt? Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt schon halt, das ist natürlich schon so, das ist halt, das, ich finde, das ist in dem Fall schon ein Knockout-Punch fast schon, weil es alles, was Diverse über Gio sagt, halt wirklich in den Schatten stellt halt so. Und das ist eigentlich schlecht gepokert von Diverse, weil er muss ja damit rechnen, dass Gio das auspackt. Und dass Diverse in seiner Runde nicht mal sowas sagt wie, ja, ich weiß, du wirst die Chatverläufe zeigen, so, bla bla bla, oder darüber rappt, so, von wegen, du kannst doch diese Nachrichten zeigen, und irgendwie das halt so mal in seinen Text integriert und das thematisiert und anspricht, so, ne, macht er halt gar nicht, sondern rappt darüber, wie scheiße, wie fake, wie schlecht Gio ist, wie scheiße sein Kanal ist, und dann kommen halt so Dinge, jetzt, wo du halt siehst, dass halt seine Runde komplett fake ist, so. Und nur auf Vernichtung ausgelegt ist so. Weil, na klar, es ist ein Battle, der kann ja jetzt kein Love-Song für Gio schreiben, aber in dem Fall, Digga, das ist meiner Meinung nach schlecht gepokert. Du machst alles, um dir etwas Fame zu holen, und genau deshalb bist du auch dick mit Cashes, Clay und Vocal. Warum du so eine Fotze bist, frage ich mich nicht, denn zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Deine Freunde... Okay, ich gebe dem Ganzen jetzt mal wirklich einen Punch, weil auch wenn es jetzt nichts mit Lyrik zu tun hat, so, einen Punkt gebe ich, auch wenn es nichts mit Lyrik zu tun hat, es ist meiner Meinung nach eigentlich schon fast ein Knockout-Punch. Das erste Mal, dass mich so Chat-Nachrichten, ich meine, jetzt nicht berühren, das waren ja überhaupt keine krassen Chat-Nachrichten, aber es stellt halt so das, was Diverse über Gio sagt, komplett in den Schatten. Zu verraten fällt dir nicht schwer, doch egal was du auch tust, du bist wack und nicht mehr. In diesem Battle ist dein ganzes Geld nichts mehr wert, Mann, ich scheiß auf deinen Hype, du bist wack und nicht mehr. Dich aus dem Turnier zu hauen fällt mir nicht schwer, denn für mich bist du kein Gegner, du bist wack und nicht mehr. Ich sag es, bis es jeder deiner Fans endlich merkt, du bist kein guter MC, du bist
Swag und nicht mehr. Bei den Sachen Hooks macht Gio oft gute Sachen, aber oft auch so ganz komische Dinge. Das erinnert mich gerade an die Hook gegen Entertainment, die er da macht. Da hab ich aber Angst. Da hab ich aber Angst. Die fand ich auch eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ziemlich wack. Da hab ich aber Angst. Da hab ich aber... Und das erinnert mich so daran. Das ist irgendwie so... Das klingt für mich so ein bisschen so als... Ja, man muss eine Hook schreiben. Die muss irgendwie anders klingen. Und dann versuchen wir mal das aus und so... Ich, ja. Bis es jeder deiner Fans endlich merkt, du bist kein guter MC, du bist wack und nicht mehr. Normalerweise zeige ich keine Screenshots, doch das ist eine Ausnahme, weil du es verdient hast. Lüg mal nicht rum, ich weiß genau, dass du die Screenshots auf verdient hast. Ja, dann sag doch Screenshots, Digga, das kannst doch, wir sind im Rap, Alter, das kannst du doch dann schön slanged aussprechen. Normalerweise zeige ich keine Screenshots, doch bei dir mache ich es, weil du es verdient hast. Screenshots, doch das ist eine Ausnahme, weil du es verdient hast. Lüg mal nicht rum, ich weiß genau, dass du die Zeilen erkennst. Du Hurensohn, beleidigst sogar deine eigenen Fans. Und dann ist du jetzt will ich genau, dass du die Zeilen erkennst. Du Hurensohn, beleidigst. Haha, ach, die haben doch alle eh keinen Plan. Beleidigst sogar deine eigenen Fans. Und was? Ich weiß genau, dass du die Zeilen erkennst. Du ich grinse einmal, wenn die Kamera und die Kinder liken, das ist ganz einfach. Ja, das ist halt voll ekelhaft, Digga. Sowas, deswegen, jetzt kann ich auch, wenn sowas rauskommt, okay, das ist dann natürlich bei manchen Leuten dann, jetzt ist es das erste Mal bei Diverse, dass ich so verstehen kann, wo der Hate herkommt. Also so Aussagen sind halt, das ist halt ekelhaft, Digga, einfach. Das ist halt komplett ekelhaft, so, komplett, Digga. Hurensohn, beleidigst sogar deine eigenen Fans. Und dann ist du das JPB und nennst das alles Kacke. Also komm mir nicht mit Schizophrenic Block, du falsche Ratte. Du hast gewusst, dass ich die Rückrunde von IT mische und gefragt hab. Von IT? Ich geb dem Ganze, ich achte jetzt gerade wenig auf die Reihe, aber einfach nur, wie hart Diverse gerade gefickt wird. Und das ist schon hart. Digga, du bist doch die Rückrunde von IT. Schick mal ein paar Lines aus deiner Runde. Nein, Mann, du weißt genau, dass ich sowas nicht mache. Ich geb dir auch ein bisschen vom Preisgeld, nur 3-4 Lines. Ich konnte diesmal auch nicht so oft. Aha, so langsam weht der Wind ganz schön stark hier. Das ist ja wie an der Nordsee hier, du. Da weht der Wind ganz schön stark gegen Diverse, Digga. Das ist ekelhaft. Innerhalb von 10 Sekunden jetzt hier der zweite Screenshot, den ich von Diverse sehe, wo ich denke, Alter, TK, das kannst du wirklich nicht machen, Digga. Das kannst du nicht machen. Also nicht, dass es. Generell, nicht weil du Angst haben musst, dass es nach außen getragen wird, sondern generell macht man sowas nicht als Mensch, so als meiner Meinung nach ist es ekelhaft. Real Talk, Digga. Das macht man nicht. Ich für bisschen Geld ein paar seiner Zeilen schicke. Ich meinte nein, du hast dich locker gelassen und fingst dann auf einmal an, einen auf bockig zu machen. Ist okay, scheiß drauf, denk aber nicht, dass ich dir dann mal in einem Battle helfe. Oh, yeah. Schreib sie mit nem Fake-Account, damit du Schlampe meine Hook kriegst. Doch die kannst du vergessen, trotzdem danke für den Fuffi. Du warst dumm. Das ist so. Okay, harter Tobak. Harter Tobak. Mal weg, doch hiernach bist du endlich raus. Denn um mich hier zu besiegen, reicht dein Geld nicht aus. Jetzt wissen sie, dass du dich eigentlich verstellst. Denn du hast tausende Gesichter, aber keines bist du selbst. Deine Frau. Denn du hast tausende Gesichter, ist auch echt lustig so. Weil mit seiner Gesichtskirmes das dahergehend schon eine Angriffsfläche ist. Entschuldigung, ich muss näher ans Mike. Wegen seiner Gesichtskirmes ist es schon alleine eine Angriffsfläche. Dann auch noch mit den ganzen Intrigen und Bitch-Moves, nenne ich es mal, die er macht, ist es auf jeden Fall eine gute Angriffsfläche. Und jetzt, aber keins bist du selbst. Du hast tausende Gesichter, aber keins bist du selbst. Ist echt gut. Digga, das ist schon echt ekelhaft, was die... Muss ich wirklich mal sagen, Digga, ja, ich weiß ja, du guckst diese Analyse. Das war wirklich ekelhaft. Und dann noch so beleidigt, so einen noch beleidigt zu machen. Gut, aber dann denk nicht, dass ich dir mal in einem Battle helfe. Und halt auch überall hier so tacken, so alles mit Geld regeln zu wollen. Das ist halt so, Digga, ich habe in meinem ganzen Feature, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Features gemacht, ne, aber ich habe noch nie jemandem gesagt, Gio habe ich gesagt, wenn er was für mein Rap-Tutorial macht, wenn wir was zusammen aufnehmen, gebe ich ihm einen Fuffi oder einen Huni oder so, ne? Das war, glaube ich, das erste Mal, oder das erste und einzige Mal, dass ich gesagt habe, ey,
ich gebe dir was dafür, ne? Weil davon, von diesem Rap-Tutorial, wenn Gio, ihr müsst, ich will Gio, mit Gio skypen, so, dass er erklärt, wie er Texte schreibt, wie er beim Rappen vorgeht und so, ne? Und das ist ja, da es auf dem, nur auf dem Rap-Tutorial, in dem Rap-Tutorial-Content vorkommt, hat Gio da natürlich auch was von. Dieses Rap-Tutorial kaufen ja auch mehrere hundert Leute bis jetzt und es wächst jeden Tag, Alter, zu krass. Und, er hat aber natürlich nicht so viel davon, wie wenn ich mit ihm jetzt ein Feature machen würde und das auf jeden Fall natürlich deutlich mehr Reichweite bekommen würde, ne? Deswegen da das einzige Mal, ansonsten, ich weiß nicht, habe ich nie jemand so dieses Geld angeboten, weil ich auch immer dachte so, ey, mein Skill, mein Standing so, reicht aus, Digga. Wenn du mit mir kein Feature machen willst, dann get the fuck out of here, Alter, so, ne? Ja, und er alles so mit Geld, schick mal ein paar Lines, Dicker, von 80, ich gebe dir auch ein bisschen Geld dafür, so denken, dass man alles mit Geld regeln kann. Es sind jetzt gerade mehrere Charakterzüge von Diverse vereint, die mich auf jeden Fall deutlichst verstehen lassen, warum er so gehatet wird, ne, zumindest nach der Runde. Er hat ja schon mal einen Bitch-Move gegen 80 gemacht, da konnte man das Ganze, wobei da hat man noch gesagt, boah, genial, das ist ja genial, bei dem Bitch-Move, aber jetzt ist es schon so ein bisschen... Ah, Digga, nee. Freunde zu verraten fällt dir nicht schwer. Doch egal was du auch tust, du bist wack und nicht mehr. In diesem Battle ist dein ganzes Geld nichts mehr wert. Mann, ich scheiß auf deinen Hype, du bist wack und nicht mehr. Dich aus dem Turnier zu hauen fällt mir nicht schwer. Denn für mich bist du kein Gegner, du bist wack und nicht mehr. Ich sag es, bis es jeder deiner Fans endlich merkt. Du bist kein guter MC, du bist wack und nicht mehr. Ich mach grad Analyse. Ich melde mich danach, ja? Spoofy wieder hier. Früh aufgestanden, du. Früh aufgestanden, gleich wieder. Hier, bist du am Start. Boah, was geben wir Gas? Was geben Spoofy und ich Gas, Alter? Dass sich die Scheiße irgendwann alles mal auszahlt, so. Das ist wirklich so schön, das ist, alles zu machen, wovon man träumt. Was, diese Leidenschaft, die man hat, ne? Wir machen alles, was wir machen, machen wir mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Herzblut, mit Motivation, mit ja, einfach mit Feuer. Und es ist trotzdem auch manchmal echt ganz schön anstrengend so. Ich merke das dann immer, wenn es stressig wird, wenn ich Pickel kriege, Digga. Ich bin ein Mensch, ich krieg nie Pickel, außer an meinem wunderschönen, wohlgeformten, voluminösen Popo. Und kleiner Abstieg, Ausfahrt ins nächste Thema. Was ist Liebe? Liebe ist, wenn dir deine Freundin die Pickel an deinem Arsch wegmacht. Ausdrückt mit Teebaumöl, schön danach einreibt, ne? Das ist Liebe und das macht meine Freundin bei mir. Wir lieben uns. Yes, ja. Und was war davor eigentlich noch? Was wollte ich mit Pickel sagen? Achso, das ist dann Pickel, ist das scheißegal. Selbst wenn, also für mich ist das halt Charakter, ich bin halt, ihr kennt mich ja, mega der emotionale, sensible, menschliche Typ, ekelhaft sich selber zu beschreiben, aber im Prinzip würde ich mich so beschreiben. Und wenn dann so Dinge jetzt von Diverse hier aufgetaucht sind, das ist schon ekelhaft. Also es ist schon, man muss es jetzt nicht übertreiben, ne, aber es ist schon ekelhaft. Und egal wie geil Diverse Runde jetzt gewesen wäre, ich würde ihm die Niederlage gönnen und wünschen. Ganz einfach, jetzt habe ich die Becher vertauscht, ich bin so eine Mongo-Sau, Digga. Fuck. Ich glaube, ich hatte die... Alter, fuck. Egal, wir zählen mal und dann werden wir schon gucken, wer hat... Oh, fuck, ich habe die Becher vertauscht. Chio hat aber auf jeden Fall mehr, glaube ich. Also, Chio hat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 17... 16. Alter, hä? Ich hab mich das letzte Mal verzählt, ist schon okay, ja? Das kann mal vorkommen, ja? Wie referierende Schüler, ne? Ah ja, das passiert halt mal, Freunde. Jetzt hab ich aber, jetzt weiß ich, 18, ne? Es waren 18 und dann kamen noch zwei dazu, 20. 20 Punkte Gio, ne? Das ist Gio. Gio hat auf jeden Fall mehr von mir bekommen, so. Und diverse andere haben von mir bekommen 2, 4, 6. Ein Haar von meiner Freundin ist hier. Lustig, dass es genau bei der Zahl 6 kommt. 6, 8, 10, 12, 14, 16,
2018/2022. Dann ist wohl doch das der Becher von Gio gewesen. Also ich weiß es nicht so. Freunde, ihr müsst es einfach mal machen, Mensch. Ihr müsst euch auch autistisch machen. Das ist doch schön, wenn man mit seiner Community zusammenarbeitet, hä? Ist das nicht toll? Ihr müsst mich jetzt korrigieren. Also, ich gehe jetzt mal aus. Gio 22, Diverse 20. Chris, mein lieber Dokumentenbruder, wenn das die Community nicht geschissen kriegt, dann machst du das! Hast du mich verstanden? Verdammt nochmal! Bist du mir Schucke, du, ja? Geld kriege bis zum Abwinken und dann immer seinen Arsch hochkriege. You had one job! Meine Nachbarn. Spätestens jetzt sind sie wach. Bastarde. So, jetzt schauen wir mal, was Chubulien in seiner Abana Labüse dabei zu zerbargt. Ja, Freunde, habt ihr Lust? Ich bin wirklich gespannt, wie er das, diese Bitch-Move-Thematik von Diverse jetzt gerade auffasst. Cardigan aus reinem Kaschmir, nur noch. Aus reinem Kaschmir, genäht von kleinen, hilflosen indischen Kinderhänden, die unter Wellblechhütten 48 Stunden am Tag arbeiten. Jetzt neu bei C&A. 89,90 Euro. Jetzt bei C&A. Nehme ich denn eigentlich auf? Ich nehme mir aber auf. Boah, sieht das nicht fresh aus, wenn ich mich jetzt so... Ticker, jetzt mal Real Talk, ne? Ja, es ist meine eigene Werbung und ich verdiene natürlich auch Geld damit, ne? Aber muss es jetzt wirklich mal gesagt haben. Dicker, wie fresh sieht denn dieser Pulli gerade hier aus? Fuck, der Shit ist das fresh, Alter. Woo, okay, Alter. Oh, manchmal gucke ich mich gerne an. Und diese Augen, das ist er, das ist er. So, Abana Labüse, Chubulien, Labetzka, Bo. Yo, wir sind bei Diverse gegen Gio und es ist ein richtiges Schlachtfest geworden. Wir haben die ein oder andere Punchline auf beiden Seiten. Die Videos sind auch auf einem ähnlich hochwertigen Level. Gios ist aber etwas eintöniger, was die Locations angeht und Diverse hat richtig krasse Locations, eine Drohne und wirkt einfach noch eine Ecke aufwendiger. Punkt für Diverse. Flow. Beide sind keine richtigen Flow-Monster, aber Gio ist routinierter und kommt um einiges mächtiger auf dem Beat als Diverse. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder sonst Gaben von Media. Kraft. Hörst du die Runde, bleibt dir keine andere Wahl, als mit dem Kopf mitzunicken. Hör ich Songs auf deinem Kanal, krieg ich echt Bock, mich zu ritzen. Scheiße. Also anhand der beiden Beispiele jetzt, die bis jetzt abgespielt sind, fand ich Diverse krasser so. Weil der Einstieg halt von Diverse meiner Meinung nach komplett geil war. Mit nem Fake-Account, damit du Schwampe meine Hook kriegst. Doch die kannst du vergessen, trotzdem danke für den Fuffi. Warum macht er denn da eigentlich so behindert Ringe mit der Kippe so? Das war doch cool, als man mit 11 angefangen hat zu rauchen vor 15 Jahren. Da war das noch cool. Ich bin verrückt und wahnsinnig, doch ich geb dir trotzdem Props, weil du dort erstmalig ohne deine Stützräder gefahren bist. Punkt für Gio. Technik. Beide haben technisch nicht wirklich Maßstäbe gesetzt. Gio ist technisch etwas schwächer als in seiner Vorrunde. Es ist sehr schwer, Inhalt und Zusammenhang unzweckig zu reimen, aber er hat das hier zumindest einigermaßen gut hinbekommen. Es ist kein Reim da, der jetzt richtig krass scheiße wäre oder für den man sich fremdschämen müsste. Bei Diverse leider schon und das, obwohl sein Text nicht so komplex und thematisch ist wie der von Gio, zum Beispiel Nummer auf Hunger. Ich habe schon lange nicht mehr sowas Wackes gesehen, wenn man... Ja, geil. Das ist auch genau die Zeile, die ich erwähnt habe. Ne? Wenn man seinen Text liest, existiert eigentlich kein einziger guter Reim in dieser Runde. Also Gio ist sehr Standard, aber hat einen relativ anspruchsvollen, inhaltlich starken Text und Diverse ist noch unter Standard, trotz mehr zusammengewürfelten Lines ohne viel Zusammenhang. Der Einstieg von Gio, war das der dritte Part? Ich weiß gar nicht, wie viele Parts er hat. Alle diese ganzen JBB-Runden sind so strukturlos oft für mich irgendwie. Was war denn das nochmal? Eigenen Waffenschlachten, die bei der Dappentapfe. Was war denn das nochmal? Das ist meiner Meinung nach reimtechnisch gesehen sehr gut gewesen. Aber Julian redet ja, ich weiß ja, Technik ist ja für ihn rein. Punkt für Gio. Aber kommen wir zu den Punchlines. Hier macht Diverse neben seinem Video die beste Figur. Er haut echt einiges raus und hat sich gegen Gio sehr viel mehr zur Wehr gesetzt als sein Vorgänger. Direkt den Einstieg fand ich ziemlich unterhaltsam. Hörst du die Runde, bleibt dir keine andere Wahl, als mit dem Kopf mitzunicken. Hör ich Songs auf deinem Kanal, krieg ich echt Bock, mich zu ritzen. Jetzt sag nicht, du hättest die GZSZ-Seite nicht geliked. Bring ein paar Lines über mich, doch ich find mich eigentlich ganz geil. Dann kam die ultra-wacke Line mit dem Nummer Hunger-Reim aus dem Technikbeispiel, die fand ich nicht so prall und dann sagte... Ja, aber es geht ja nicht um den Reim, mi friendo, sondern es geht um den Punch. Und den Punch da drin ist, sag noch einmal Rap, das ist der Punch, Alter. Und eigentlich ist das schon auf jeden Fall ein Punktwert, meiner Meinung nach.
Dennoch, der Grund für die Feature-Anfrage war, dass Gio mehr Abonnenten hat und nicht, dass er ihn feiert. Wie naiv, du dachtest wirklich... Ah gut, er hat's, stimmt, er hat's erwähnt. Sorry, ich revidiere meine Aussage. Heavy Metal. Meine Aussage von vorhin. Das hat er ja schon angesprochen, hätte es aber mehr ansprechen können. Dass ich schätze, was du machst, ich wollte dich nur featuren, weil du mehr Abonnenten als ich hast. Das ist ein klein wenig armselig und spricht nicht gerade für die Verse, aber der Rest des Parts ist durchgehend ziemlich gut. Am besten fand ich aber das Ende, wo die Verse auf die letztjährige Niederlage von Gio gegen SpongeBoss anspielt und eine erneute Niederlage im diesjährigen King-Finale prophezeit. Also verwechsel das nicht, bei deinem Gesicht können man da denken, deine Wahrheit mit Gollum, Özil und Kretze gefickt. Doch Gio, warte mal, du hast auf deinem Kanal gesagt, dass du bald wieder Autogramme schreibst. Ja, vielleicht wenn du mit Karte zahlst. Jeder wird hier nach circa zwei Teilnahmen seinen Weg gehen. Nur dich sieht man mit 30 noch fleißig bis JVB drin. Ja, er puncht schon ganz gut rein, ohne Spaß. Muss man auch einfach mal anerkennen. Ich kannst du Kindergeld für deine Tochter kassieren, aber was willst du im King-Finale nochmal verlieren? Den zweiten Teil fand ich größtenteils ziemlich schrottig und einige Lines kamen mir sehr bekannt vor, unter anderem die mit der Giotine. Aber es gab trotzdem noch sechs... Woher denn? Mit der Giotine, da muss ja irgendeiner gegen Gio, die in den vorherigen Battles schon mal gekickt haben. Also mir kam die jetzt gar nicht bekannt vor. Coole Lines über Gios Grammatik, über Gios Probleme mit dem Buchstaben Q und über die Arge. Nicht Berlin hat keinen Zweck, denn einer deiner Gegner ist der Satzbau. Den sucht man hinter hingezweckten Reimketten. Sie klingt zwar gut, aber du battest immer noch den Falschen. Dein größter Feind ist der Buchstabe Q. Schreibst mir Qualis als Bewerbungen, doch Harzen hat was Gutes. Inzwischen können die Mitarbeiter der Arge dich schon duzen. Der dritte Teil ist der schon mittlerweile übliche Pseudo-Real-Talk-Teil. Das nimmt echt schon ungeahnte Dimensionen an. Ich finde es gut, wenn es glaubhaft ist, wie zum Beispiel das von Gio gegen Cassius Clay oder das Breakdance-Video bei Laska. AT behauptet zwar, er wäre es nicht, aber man erkennt es nicht und das hätte sowieso jeder gesagt. Ist aber auch völlig egal, ob es wirklich ist, denn in der Battle-Runde kam es authentisch rüber. Es war überzeugend. In dem Moment war er das, egal ob es war. Die Verse ist da leider nicht ganz so authentisch, obwohl er ziemlich gut anfängt. Ich hatte nicht vor, fürs Finale erstmal auf Sparflamme zu gehen, doch ich muss loswerden, dass Gio hier die Tatsachen verdreht. Retalk heißt nicht uns aus gedacht, es über Tim zu verkaufen. Fuck, da machen sogar die Gebrüder Grimm große Augen. Du hast überall rum erzählt, wie fake das Turnier doch sei. Ja, aber Betrüger, ich meine, die Brüder Grimm sind doch Betrüger, ne? Und das selber so in Form der Art und Weise, wie er es hier versucht aufbauen zu wollen und dann so diesen vernichtenden Punch zu kreieren, ist halt aus Sicht von einem Diverse, der selber halt komplett versucht zu betrügen, meiner Meinung nach Humbug, Digga. Doch weil dein Fame dir noch nicht reicht, bist du noch später wieder dabei. Und dann wird's extrem bescheuert und unglaubwürdig. Er meint, dass Gio seinem Bruder ohne Geld nichts abmischt. Nach dem gemeinsamen Bruder-Battle extrem unglaubwürdig. Außerdem, dass Gio unbedingt einen Mediakraft-Vertrag haben wollte, ihn aber nicht bekommen hat. Du zeigst uns wirklich immer wieder, wie viel Rückgrat du hast. Hat dein Bruder gerade mal kein Geld, sagst du, ich misch das nicht ab. Du hättest bei Christoph gesagt und bettelt, gib meinem Kanal eine Chance. Du hättest alles gemacht, damit du einen Mediakraft-Vertrag bekommst. Jeder Spasti kommt bei Mediakraft rein, die haben da unzählige Leute mit 100 Abonnenten. Gio hat über 50.000 oder so. Ich habe jetzt keinen Bock nachzugucken. Dann behauptet er, dass Gio beim Rap-Sparring nicht angenommen wurde. Du machst dich zum Hofnamen, du Vollidiot, und stich jetzt nur, weil Humter deine Rap-Sparring-Quali nicht mal hochladen wollte. Rap-Sparring ist genauso wie Mediakraft. Ist ja auch von Mediakraft. Jeder ultra-wacke Gammelspasti ist da reingekommen. Mega unauthentisch, dass die Gio nicht nehmen würden. Der hätte da jeden umgebracht. Danke für die Aufklärung, wusste ich natürlich wirklich nicht, aber das ist wirklich informativ gerade gewesen. Und umso mehr greifen halt die Zeilen von Diverse ins Leere so, ne? Das Problem bei diesen komplett unauthentischen und offensichtlich erlogenen Dingen ist, dass alle anderen Aussagen, die eventuell glaubhaft gewesen wären, darunter leiden. Diverse sagt, dass bei Gio die Gebrüder Grimm neidisch gewesen wären, aber haut dann eine erfundene Geschichte nach der anderen raus. Ein kompletter Widerspruch. Ich habe nichts dagegen, wenn sich jemand... Ja, Real Talk. Was ausdenkt, aber dann doch bitte so, dass es entweder lustig ist, brutal entertaint oder man es ihm tatsächlich abkauft. Aber er versucht nicht witzig zu sein oder zu entertainen. Der versucht das als ernsten Real Talk zu verkaufen und das kaufe ich ihm einfach nicht ab. Ich fand ein paar Fronts sogar ziemlich gut. Zum Beispiel sagt Diverse, dass Gio das Feature auf seinem Kanal haben wollte wegen der Einnahmen. Ist schon klar, unser Feature sollte man auf deinem Kanal sehen, weil du Missgeburt ja von deinen YouTube-Einnahmen willst. Oder dass Gio ihm seine Reimmaschine gezeigt hat. Ich schneide es dir damals ins eigene Fleisch, als du mir deine Seite zeigst. Mit der du nun in Zukunft deine Reime schreibst. Oder dass Gio angeblich Cassius Clay nach Geld angeschnurrt hat und die Endline ist auch ziemlich gut. Bist du nicht so scheinheilig, nein, aber Gio, das ist doch, keine Ahnung, ich meine, in den Chatverläufen
von Gio sieht man ja, dass wenn überhaupt wirklich es dazu gekommen ist, dass Diverse in irgendeiner Form Gio Geld gegeben hätte, dann nur, weil Diverse es ihm angeboten hat. So. Obwohl es natürlich auch wirklich sein könnte, dass Gio, als er wirklich broke war, was natürlich sein kann, also jeder von uns ist mal broke. Ich war mein halbes Leben broke ab dreiviertel des Monats, Alter. Ich weiß, wie es ist, Leute anzupumpen, und weil man keine Kohle mehr hat. Und natürlich kann es dann auch sein, dass Gio wirklich Kohle gebraucht hat und halt, weil er wusste, dass Diverse ihm schon so oft Geld angeboten hat, dass er dann halt von wegen zum Hörer greift und sagt, ey Digga, kannst du mir vielleicht jetzt mal ein bisschen was geben, so, hä? Mal so unter der Hand, bisschen zapp, zapp, weißt du, wie ich mein. Ist im Endeffekt auch egal sein, doch jeder deutsche Bürger hat ein Recht auf die Wahrheit. Aber wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Durch die ganzen extrem offensichtlichen Falschaussagen kann ich einfach nichts glauben. Er hat zu krasse Patzer reingehauen und versucht, als Real Talk zu verkaufen, sodass die Grundeinstellung bei mir einfach war, okay, der labert komplette Scheiße und nichts davon stimmt. Nochmal als Zusammenfassung. Diverse sagt am Anfang, Real Talk bedeutet, sich keine Scheiße auszudenken, denkt sich dann haufenweise Scheiße aus und sagt am Ende, Deutschland hat ein Recht auf die Wahrheit. Das geht ganz schön nach hinten los, wenn... Wie Michael Jackson bei Moonwalk. Das geht ganz schön nach hinten los. Ganz schön. Ihr mich fragt, unabhängig davon, damit ich zum Schluss wenigstens noch was Positives sagen kann, gab es aber auch Lines da drin, die ziemlich mies sind und treffen. Da erzählt er nämlich keine Geschichte, die man ihm nicht abkaufen kann, sondern greift Gio etwas anders persönlich an. Du machst die dick auf Straßenrap, doch hat man deinen Kanal gecheckt, hört man in depressiven Tracks, was hinter der Fassade steckt. Ja, bitte sag doch mal, dass das der komplette Widerspruch in sich selber ist, diese Zeile, Alter. Sie dick auf Straßenrap, doch hat man deinen Kanal gecheckt, hört man in depressiven Tracks, was hinter der Fassade steckt. Denn mittlerweile machst du 8 Jahre Rap, in denen du jeden Monat hoffst, dass man dich Bastard entdeckt. Ich bin insgesamt ein wenig hin und her gerissen. Es sind ein paar gute Ansätze, ein paar gute Lines und ein paar Schwachsinnslines. Und er verbaut sich ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Keine richtig runde Sache, aber auch keine komplette Scheiße. Ich kritisiere extrem viel rum und es hört sich so an, als würde ich krass rumhaten, aber ich find's halt schade, weil es eine richtige Zerfickung hätte sein können. Verschenktes Potenzial, denn das Video, der Beat, die Atmosphäre, alles passt zusammen, nur halt zu unauthentisch umgesetzt. Ja, das sehe ich halt anders. Ich finde es wirklich bis jetzt eine richtig gute Analyse vom Julian. Aber ich sehe es halt beim Beat und der Stimme und dass es alles zusammenpasst, halt komplett anders so. Ich finde, der Flavor von dem Beat passt halt nicht zu dem Flavor von einem Diverse so. Das beißt sich für mich irgendwie so. Ich meine, ich bin auch ein Fan von Stilbrüchen und so und von irgendwie kontroversen Dingen, aber das ist ja nicht kontrovers, es passt einfach meiner Meinung nach nicht. Beat, die Atmosphäre, alles passt zusammen, nur halt zu unauthentisch umgesetzt. Pullover aus reinem Kaschmir. Jetzt neu! 79,90 Euro, jetzt bei C&A. Kommen wir zu Gio, die ersten 6 Lines sind sehr gut. Ich hab diesmal erwartet, der Gegner wird krass, doch kriegt wieder so'n Sklaven von Mediakraft. Kein Problem wird gemacht, ich fick mal wieder ne Schlampe, denn du bist für mich nur wie diverse andere. Denn was dich ausmacht, genau dass du wie diverse andere nichts hast, was dich ausmacht. Dann gibt's einen guten Vergleich in Bezug auf diverses Gesichtsakrobatik. Du kannst nichts dafür, du wurdest mit den Spastiken geboren und ziehst dauernd hässliche Fressen wie plastische Chirurgen. Und das Ende fand ich gut. Auch deine Bitch-Moves werden dich hier nicht mehr weiterbringen, weil bei dir sogar die gut gereimten Silben scheiße klingen. Bei dem Part scheint es klar, dass ich das hier leicht gewinne. Sogar deine Mimik hat mehr Taktgefühl als deine Stimme. Du bist jemand, der jeden für ein paar Klicks verrät. Du wolltest keine Screens, Perplex meint ja, dass er dich versteht, wie du ihn da noch hintergehst. Alter, scheiß mal auf diverse, da hör ich lieber unbekannter Interpret. Im zweiten Part wird es etwas weniger, aber immer noch überdurch. Also für mich jetzt, wenn ich das so höre, so Punchline-technisch hat diverse schon fast besser ausgeteilt im ersten Part so. Gio hat so die lustigeren Wortspiele, so, es finde ich besser, so, es ist gewichtiger, aber wenn man nur die Fix wirklich beurteilt, so, dann ist die Verse im ersten Teil für mich fast besser. Hör ich lieber unbekannter Interpret. Im zweiten Part wird es etwas weniger, aber immer noch überdurchschnittlich gut. Es gibt eine gute Line relativ am Anfang. Ich finde dein Scheiß peinlich und auch die Punkteverteilung wird nach der Runde wie dein Grinsen sein. Einseitig. Und das ist ein paar Male, Digga. Punchline, Alter. Die letzten 6 Zeilen. Versuch gar nicht erst, mich mit meiner Fresse zu betteln. Du hast im Gegensatz zu mir mehrere hässliche Fressen. Ach, und Plex klaut anscheinend seine Texte von Kollega. Doch deine Mom hatte ich. Und ach, im Endeffekt schon jeder. Hol doch Cash's Kane, die Hook, dann kann ich euch beide kicken. Ach, obwohl, ich steh nicht so aufs Leiche ficken.
Im dritten Part wird es etwas ernster und realtalkiger. Gio kommt mit Chatverläufen um die Ecke, um Diverse zu ficken. Das wirkt um einiges authentischer als das, was Diverse gemacht hat, aber Gio trägt auch ein bisschen sehr dick auf. Jetzt bin ich gespannt. Dass Diverse sich dermaßen um Kopf und Kragen schreit bei jemandem, wo es keine Vertrauensbasis gibt, halte ich dann doch für etwas zu praktisch. Ich glaube, die haben in echt miteinander geschrieben und ich glaube, ein paar Sachen sind echt, aber ich glaube auch, dass da einiges umfrisiert wurde, um den Zerfickungseffekt zu steigern. Ihr wisst es doch, Alter. Gio hat doch 100% dazu was gesagt irgendwann mal, ne, ob er da wirklich was geändert hat. Gio ist so eine ehrliche Haut, hätte er da was geändert, bin ich mir sicher, er hätte das erwähnt so, ne, oder er hätte es ehrlich zugegeben. Ihr wisst es doch ganz bestimmt, sagt mal Bescheid, was er dazu gesagt hat, Alter. Ich finde aber auch, dass diese Verläufe nicht die optimalste Lösung sind, vor allem so viele zu benutzen, weil man nur entweder lesen oder zuhören kann. Oder Stopp drücken, zurückskippen und nochmal hören. Hey, willkommen bei JGG's One-Take-Analysen. Man muss sich die Runde also mindestens zweimal geben, um die Dimension der Zerfickung überhaupt richtig zu begreifen. Fotos wie bei Lasker sind eine bessere Variante. Aber wenn man sich dann alles, was Gio sagt, gegeben hat und dazu noch die Verläufe gelesen hat, dann ist es tatsächlich eine ziemlich extreme Schlachtung, die wir uns hier geben dürfen. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was... Ja, Mann, das ist genau die... Das hätte eigentlich bei Julians Technik mal erwähnen können hier. Das ist eigentlich von den Reimen her echt gutes. Schlachtung, die wir uns hier geben dürfen. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was dich da rausholt, ist die Hinterhältigkeit. Obwohl, ich muss mich auch da wieder ein bisschen korrigieren. Kite auf Kite ist jetzt auch nicht so der geile Reim. Als MC bist du gefangen in der Mittelmäßigkeit. Das Einzige, was dich da rausholt, ist die Hinterhältigkeit. Doch jetzt ist Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften. Denn ich werde dich Note mit deinen eigenen Waffen schlagen. Aber ich meine, er will die Redewendung, man sagt ja, mit den eigenen Waffen schlagen ist die offizielle Redewendung die korrekte. Aber hätte er da nicht gesagt, schlagen, sondern schlachten, wäre das deutlich ästhetischer als Reim gekommen. Mit deinen peinlichen Machenschaften, mit deinem eigenen Waffenschlachten. Waffenschlachten, Machenschaften wäre auf jeden Fall der bessere Reim als schlagen. Das ist eine andere Betonung und daher hinkt der Reim minimal, ist trotzdem gut, aber... Also Schluss mit deinen verzweifelten Machenschaften, denn ich werde dich Note mit deinen eigenen Waffen schlagen. Egal was du erzählst, jetzt erfahren sie die Wahrheit. Schauen wir mal nach, was du Spaß mir so privat schreibst. Was willst du denn in deinem Mach so bösen Text erwähnen? Du bist doch schon 2012 mein allergrößter Fan gewesen. Ich hab dich ignoriert, mich hätte mein Stolz gebremst. Du dagegen hast mich danach monatelang voll gespammt. Dich mit Geo-Rap mal zu dissen, solltest du lieber vergessen. Denn wer hat bei wem immer wieder nach nem Feature gebettelt? Du machst alles, um dir etwas Fame zu holen. Und genau deshalb bist du auch dick mit Cash. Und Vocal. Warum du so eine Fotze bist, frage ich mich nicht. Denn zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Part 2 ist... Geile Zeile, gibt's aber halt schon als Wort, als Redewendung. So, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Part 2 ist wieder etwas schwächer, wie auch in der ersten Hälfte. Das ist eigentlich doch lustig. Ich weiß, früher habe ich mal, das, keine Ahnung, warum ich da gerade drauf komme, ne? Weil Gio sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Früher habe ich mal irgendwann auf Instagram habe ich immer so behinderte Sachen gepostet, so, ne? Ich war schon, ja. Und irgendwann habe ich so gepostet von wegen, zeig mir deinen Klingelton und ich verrate dir deinen Hauptschulabschluss. Oh mein, wie dumm, Alter, kennt ihr das? Wenn ihr so einen Witz erzählen wollt und ne, scheiß einfach komplett rein. Ich habe irgendwie, zeig mir deinen Klingelton und ich sag dir deinen Schulabschluss, sowas habe ich irgendwie gemacht. Und dann haben die Leute mir wirklich so ihren Klingelton, was sie als Klingelton haben, so, und ich habe dann dementsprechend nach halt ihren Schulabschluss, erraten und lag verdammt oft richtig, Digga. Und ich sag dir, wer du bist. Part 2 ist wieder etwas schwächer, wie auch in der ersten Hälfte. Es gibt eine gute Line relativ am Anfang. Lüg mal nicht rum, ich weiß genau, dass du die Zeilen erkennst. Du Hurensohn beleidigst sogar deine eigenen Fans. Und das Ende fand ich gut. Du warst schon mal weg, doch hiernach bist du endlich raus. Denn um mich hier zu besiegen, reicht dein Geld nicht aus. Jetzt wissen sie, dass du dich eigentlich verstellst. Denn du hast tausende Gesichter, aber keines bist du selbst. Insgesamt ist das eine ziemlich abwechslungsreich punchende Runde von Gio. Ich fand die erste Hälfte aber besser als die zweite. Der Teil am Ende ist ein klein wenig dick aufgetragen, aber ist noch im Rahmen und nicht ganz so unglaubwürdig wie bei Diverse. 2 Punkte Gio und einer für Diverse. Extra Punkt, auch wenn Diverse am Ende etwas zu sehr abgedriftet ist, fand ich seine Runde insgesamt gar nicht mal so schlecht. Überhaupt nicht schlecht, Digga. So, wenn du es nur wirklich von den Flows und von fand ich es überhaupt nicht schlecht, so. Wie gesagt, dass der Beat an der einen Stelle mal nicht so unbedingt mit der Stimme so harmoniert, aber...
hat ein paar gute Lines und er hat wenigstens versucht, Gio so gut es geht wegzuficken. Auch wenn es nicht ganz geklappt hat, insgesamt ist die Runde von Diverse ziemlich gut, aber Gios Runde ist halt einfach noch stärker und er bekommt den Extrapunkt. Auch das User-Voting kann Gio souverän für sich entscheiden. Die verblendeten Fanboys werden wohl immer weniger und Gio bekommt endlich die Resonanzen, die er schon lange verdient hat. Er bekommt zu seinen 500 Euro nochmal 1000 obendrauf und steht im Finale gegen Laska. Morgen gibt es Cinema gegen King Easy. King Easy wollt ihr unbedingt von mir sehen, gell? Habe ich das richtig verstanden, ne? Ich mache das Mini-JBB, aber erstmal mache ich das normale JBB, ziehe ich jetzt durch 2014 hier. Weil danach gebe ich mir im Mini-JBB vielleicht in einem Rush durch, nicht ganz so ausführlich, so ich gebe mir jetzt einfach. Im Mini-JBB und nächste Woche Freitag gibt es leider kein Battle. Was? Laska und Gio brauchen nämlich etwas mehr Zeit, um ein würdiges Finale hinzuzaubern, aber keine Sorge, es gibt stattdessen eine kleine Überraschung vom amtierenden King of Kings, SpongeBoss, um euch schon mal auf das King-Finale vor... Was? SpongeBoss-Sieger, wie krass! ...vorzubereiten. Freunde, wir sind am Ende angekommen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es war heute ein bisschen eine längere Folge. Aber mein Gefühl täuscht mich ja immer mal wieder. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so ist, lasst ihr gerne einen Daumen da. Alle Neuen auf jeden Fall abonnieren. Alle anderen Glocke aktivieren. Wie Quasimodo. Ran an die Glocke. Und vor allem eins. Runter von meinem Rasen, du verdammt noch einmal, du Kellena. Yes, yo, mir hat Spaß gemacht. Checkt meinen Merch, der wird bald fresh aufgefrischt mit neuer, wunderbarer Ware, die nicht von kleinen, hilflosen Kindern unter Wellblechhütten beziehungsweise in Wellblechhütten hergefertigt wurde, sondern nur die beste Ware. Muah, muchos lobos. Und Rap-Tutorial auf jeden Fall auschecken. Es wächst und gedeiht. Schaut gern einfach mal drüber. Internetadresse wird jetzt hier irgendwo unten eingeleuchtet. Irgendwo hier läuft es jetzt hier. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Me Friendos, danke sagen muss ich auch immer mal wieder. Der Support ist einfach geil. Es ist einfach mega schön, sich sowas aufzubauen, mit seiner Community einen Weg zu gehen, die ganze Lovers zu bekommen von euch. Macht mir sehr viel Spaß. Danke. Bis bald. Euer Jay Gigolo.